auf Empfang. Sieht aus, als gäbe es Testgelände in der Region für die Forschung und Prototypen. Die Vodax schicken hochqualifizierte Ingenieure, um in den Anlagen Infos zur Scale-Technologie zu sammeln. Ihr Ziel ist es, die Vodax-Ingenieure zu töten, bevor sie die Informationen sichern und fliehen können. Ihr Tod wird die Vodax davon abhalten, die Technik in der Region zu nutzen und einen Gegenangriff zu starten. Die Ingenieure haben sich verteilt und sind schwer zu finden. Aber wenn sie ein bisschen Chaos stiften, könnten sie sie aufspüren. Die Kommunikation der Vodax sollte ihnen verraten, wo die Ingenieure arbeiten. Dann können sie sie töten. Es gibt mehrere Destabilisierungseinsätze. Eine Möglichkeit wäre, Fabriken zu sabotieren, um die Produktion und damit den Einsatz von Flugdrohnen zu verhindern. Damit wird das Sicherheitsnetz im Gebiet geschwächt. Eine andere Möglichkeit wäre, Fahrzeuge der Vodax zu zerstören, um ihre Lufthoheit zu schwächen. Und greifen sie Drohnenlieferungen an, um die Anzahl der Ogre-Drohnen zu verringern, die Ingenieure schützen. Darüber hinaus können sie den Drohnenschwarm deaktivieren, der uns blockiert. Und außerdem die Vodax-Garnison neutralisieren, um sie zu schwächen. Die Ingenieure haben Vorrang. Den Rest überlasse ich ihnen. Bin dran. Nomad out. Ja, und damit herzlich willkommen zur Eroberung der Region MN Steel. Ja, der ersten 2 Totenkopf-Mission, also Schwierigkeitsstufe nur 2 diesmal. Und deshalb werden wir jetzt als allererstes, wie versprochen, 5 Destabilisierungseinsätze. Nice. Wird wohl wieder eine längere Folge, wa? Ja, also als erstes, wie versprochen, wird ein KI-Kamerad deaktiviert und leider muss unser guter Mitchell dran glauben, aka Fixit. Denn der geht mir sowieso auf den Keks die ganze Zeit mit seiner blöden Drohne. So, damit haben wir nur noch 2 KI-Kameraden. Und ich habe gesagt, ich werde noch die Klasse wechseln. Dann werden wir das jetzt auch noch tun. Ja, das ist bei Taktiken, genau. Was nehmen wir denn mal? Ich hätte irgendwie Bock auf einen Scharfschützen. Und ganz nützlich wäre es ja auch, denn mit diesen... Ja, der hat ja als Klassenfähigkeit diese panzerbrechenden Geschosse. Und die sind ja ganz nützlich gegen die vielen Gegner mit Helm. So, aber dann wollen wir natürlich auch noch eine Waffe. Aber ich will kein Scharfschützengewehr, sondern ein Präzisionsschützengewehr, ein PSG. Denn das ist so der Middle Ground, so das mittlere Ding zwischen den Scharfschützengewehren und den Sturmgewehren, so Allrounder quasi. Und zwar hätte ich gern die G28, denn die hat außerdem einen neuen Sound spendiert bekommen im Update. Oh, ist noch gar nicht upgraded. So. Und zwar dann mit einem langen Lauf. Wobei, ich hätte echt gern einen langen Lauf. Es gibt aber immer nur Standardlauf und kurzer Lauf. Lassen wir den Standardlauf. Magazin lassen wir. Schalldämpfer ebenfalls. Haben wir hier noch was Schöneres? Den Maul-DA-Laser. Ich glaube, der wäre für mich ganz gut, um dann im Nahkampf gut zu treffen. Also gerade so in Gebäuden und so weiter. Als Visier, was nehmen wir denn mal? Variabler Zoom wäre natürlich prima. Da hätten wir das Visier Dual Range, dieses Standardteil, die Digital-Zieloptik natürlich. Oder das hier. Mit dem hier haben wir die ganze Zeit gespielt, ne? Das war doch das, ne? Ja, ich glaube. Dann nehmen wir dann jetzt das hier mit variablen Zoom und ausgeklappter Schaft natürlich. Und Zweibein. Was haben wir irgendetwas Besseres? Ja, genau. Eine Zweibein-Handgriff-Kombi. Perfekt. Aber eine andere Farbe, bitte. Bitteschön. Sowas vielleicht. Nee. Das sieht ganz nett aus. Das nehmen wir. Das nehmen wir. Und dann... Hier natürlich, hier haben wir ballistischer Vorteil, mehr Reichweite, Handhabung und so weiter. Mehr Nachladetempo und Mobilität. Sprengstoffexperte. Gibt's noch was anderes, was gut... Na gut, schmaler Schatten, ne? Zum Schleichen, ja. Schmaler Schatten nehmen wir auch noch mit. Haben wir noch was anderes? Sensorheck hatten wir vorher ausgerüstet. Dann lassen wir das jetzt mal weg. Ansonsten natürlich noch ein anderes Outfit. Schauen wir mal, ob ich irgendwo einen Ghillie fertig habe.
Leider nein, leider nein. Dann werde ich dieses, oder? Wobei, das hier ist ja ein Skin. Also ein Kostüm, meine ich. Das Kostüm ablege, was haben wir denn drunter? Ah, vom Panther leveln. Gut, dann bauen wir uns hier schnell noch einen schönen Skin zusammen. Hab ich denn die Mixed Materials? Den hätte ich gern. Hab ich nicht. Hab ich nicht. Müssen wir kaufen. Das muss einfach sein. Ah, 55.000, ob das reicht? Ob das reicht, das werden wir sehen. Mixed Material und Gilly Kapuze. Ja, nice. Reicht. Easy. Gut, dann wieder zum Anpassen. Ist wie immer das ganze Video im Videokapitel unterteilt. Wenn du jetzt das Zusammenstellen des Outfits nicht sehen möchtest, kannst du da natürlich jederzeit gerne umschalten. Kann ich von hier raus? Ach, hier komme ich gar nicht auf den normalen Shop. Also nicht umschalten, sondern weiterschalten. Du weißt, wie ich meine. Die Brille hier. Die Crosscom-Brille. Kleiner Outfit-Guide noch mit dabei. Was will man mehr? Oder haben wir noch eine andere? Nee, ne? Die haben wir noch nicht freigeschaltet. Oh, für Level 50 gibt's auch noch eine. Krass. Man sieht die Brille sowieso kaum darunter. Ach, die Brille passt aber auch nicht zu dem Outfit, ne? Nehmen wir die. Ah, auch nicht. Ach Mann, ich bin immer so wählerisch mit meinen Outfits. Augenklappe. Passt doch zum Scharfschützen. Na komm, die Standardbrille. Fertig. So, hier das Ding mal schnell noch markieren, damit das nicht immer als neu markiert wird. Dann haben wir natürlich noch die Hose. Das Höselein. Weste. Rüsten wir eine aus oder nicht? Ich finde, die Westen, die sehen unter den Gillies halt echt bescheiden aus. Komm, wir lassen die Weste weg. Kopfschutz wird sowieso überschrieben, daher haben wir da auch nichts. Schuhe, 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 Schuhe. Ranger-Stiefel hätte ich gern. Und andere Handschuhe. Haben wir keine Handschuhe, wo nur der Zeigefinger frei ist? Nee? Schade. Könnten wir die nehmen? Gefallen mir nicht. Oder die. Oder wir nehmen ja die Standard Oakley SI. Schwierig, oder die? Ich nehme die. Gut. Messer nehmen wir auch ein anderes mit diesmal. Und zwar ein Ultralight TBE. Keine Ahnung, was das heißt, aber ist auch egal. Wir sehen den Aufhänger sowieso nicht, aber einfach damit er da ist. Theoretisch zumindest. Schauen wir mal, ob wir hier noch die Tönung anpassen können. Könnten wir tatsächlich. Und dann mache ich das auch. Ist nicht ganz so auffällig. Upsa. Ja, nice. Seht her, ich bin ein Busch. Passt die Tarnfarbe der Waffe nicht mehr ganz dazu, aber hey, was soll's. Okay. Gut, das war fast das Outfit. Hier machen wir noch grün. Festus oder nee, Tarnfingerfarbe A. Oder 1. Ein I ist das dann, ne? Komm mal A. Sieht man eh nicht. Okay. Gut. Haben wir noch was anderes, was wir kaufen müssen? Ausrüstung, ja. Einmal aufstocken. Und dann geht das los. Goodie, starten wir morgens. Dann haben wir den ganzen Tag Zeit. Wunderherrlichbar. Wunderbar. Gut. Welche Mission haben wir denn hier? Wir haben
Entfernt Flugdrohnen von den Straßen, sehr gut. Oder entfernt Bodak-Zerstörer von den Straßen, auch sehr gut. Helikopterpatrouillen entfernt, das wäre sehr, sehr gut. Und ermöglicht zu fliegen, wäre natürlich noch besser. Und dann noch was für die letzte Mission in der Region. Also machen wir zuerst den Drohnenschwarm festsetzen. Das wäre das hier. Oh, hier müssen wir. Heidewitzka, ist das weit. Gehen wir zu dem Biwak hier und dann sind wir quasi direkt da. Genau, so machen wir es. Dann können wir nämlich... Also sprechen ist heute nicht drin. Also ist nicht drin. Ja, so. Dann können wir nämlich fliegen und dann geht der Rest ein bisschen schneller. So, hierhin müssen wir... Wie sieht das hier eigentlich aus? Grundsätzlich geil. Was ich nicht so geil finde, ist, dass die Waffe verschwindet beim Reinzoomen. Zack. Einfach weggeploppt. So, was müssen wir denn da genau machen? Antennen. Ihr Ziel sind Antennen. Müssen wir die ausrüsten und vernichten sie. Also müssen wir Antennen zerstören. Haben wir hier schon zwei Antennen oder ist das eine der allgemeinen Missionsmarker? Das sind auch zwei Antennen, aber die zählen wohl nicht. Es kann natürlich auch sein, dass einige Antennen noch gar nicht reingerendert sind, weil wir zu weit weg sind. Was ähnliches ist mir ja passiert bei der Mission, als wir Antennen abschießen sollten mit dem Heli. Da haben wir auch einmal geschossen, aber die Antennen noch nicht gerendert und haben wir sie nicht getroffen. Auch eine Riesenantenne, also eine Subschüssel. Ach, das sind solche Antennen. Okay, gut, die kennen wir von den Fraktionseinsätzen. Da ist eine. Und dann haben wir sie ja alle. Die ist schon markiert. Okay, gut. Nice. Mit einem Sniper. Habe ich keine Ahnung, wie der Bullet Drop bei dieser Waffe ist. Warten wir mal, bis er ein bisschen weg ist und dann teste ich mal den Drop auf die Distanz. Da müsste ich aber auch wissen, wie weit es weg ist. Ja, jetzt habe ich die Mission weggemacht. Toll. Bin ich gleich wieder an. In knapp 300 Meter. 300 Meter immer noch sehr genau. Alles klar, sehr gut. Erstmal Mission wieder anbinden. War's das? Ja. Gut. Das heißt, wir können den hier einfach wegsnacken. Nice. Und direkt die Fertigkeit aufgeladen. Und werden Konvoi. Wo ist der hin? Ah, der ist da unten durch den Tunnel gefahren. Okay. Da oben ist noch ein Sniper, sehe ich gerade. Sind da noch mehr? Ja, da ist auch noch einer. Das muss so ungefähr sein, oder? Bam. Komm, gib nicht so an. Es war aber kein Headshot und ist trotzdem gestorben. Oh, fuck. Das ist schlecht. Meine Güte. Wie viel Schuss hat das Ding denn? 15 Schuss! Alter Schweden, nice. Da scheint keiner zu sein. Ich höre wieder getarnte Einheiten. Jetzt haben wir natürlich kein Nachtsichtgerät ausgerüstet. Ah, jetzt können wir kein Nachtsicht benutzen. Ne, wir benutzen die natürlich trotzdem jetzt hier. Normalerweise mache ich das ja nicht, oder? Aber ich versuche es auf ein Minimum zu begrenzen. Denn wir haben ja keine Nachtsicht ausgerüstet. Deshalb sollten wir auch keine benutzen. Also keine sichtbar am Charakter ausgerüstet. Kriegen wir den? Jetzt läuft er los. Mist. Kurz warten, bis er wieder steht. Den da hinten?
Der gepanzert? Ich sehe es halt auf die Distanz nicht. Okay, die ist viel krasser, als ich dachte, was die Reichweite angeht. Kann ich da jetzt nicht durchschießen? Gut, ich hätte gedacht, ich kann. Da habe ich den erwischt. Ich glaube nicht, oder? Der lebt doch garantiert noch. Nee, der ist tot. Ach, Mist. Umsonst alles verballert. Testen wollen wir noch hier. Beziehungsweise checken wir hier ab, ob da noch einer läuft. Niemand. Und dann gehen wir rein. Ab geht's. Ein Checkpoint hätte ich vielleicht noch clearen können vorher, aber was soll's. Der NPC ist gerade erst gespawnt, ne? Hab ich vorher nicht gesehen. Guten Tag, meine Dame. Beachten Sie mich gar nicht. Ich bin nur ein wandelnder Busch. Was wollen Sie? Nichts. Ich will gar nichts. Ach stimmt, die Tarnung haben wir auch noch. Ich vergesse das immer. Ach guck mal, hier sind noch direkt Tarnungspunkte. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Vielleicht werden wir unser Heimatland zu einer Kursänderung inspirieren. Das glaube ich nicht. Wieder stark werden. Was soll ich dazu sagen? Du wirst dafür bezahlt. Was soll ich sagen? Wochenende. Nein, gar nicht. Was soll ich sagen? Frosch, naja, so ging das doch. Heavy MG. Aha, ein gepanzerter. Ich sehe nix. Das hab ich ja, ne? Na, dann machen wir das Ganze besser mit Pistole hier in engen Räumen. Was ist denn der Mr. Heavy MG? Ah, guck mal, da hinten ist eine getarnte Einheit. Müssen wir aber warten, bis Mr. Heavy MG da weg ist. Damit er den nicht umfallen sieht. Hier seit Stunden Däumchen und ich habe mega Rücken. Hast du eine Ahnung, wie schwer so eine Minigun ist? Der Arme. Sieht er den so noch? Eigentlich nicht, oder? Nö. Ziemlich gut. Da! Feind im Anmarsch! Negativ? Kein Feind. Kein Feind. Ich wiederhole, kein Feind. Oh, da fällt mir gerade noch was auf. Machen wir gleich. Stratege? Guter Schuss. Was war das? Nichts war das. Gerade beim Laufen ist mir aufgefallen, wir sind ultra langsam unterwegs, weil ich vergessen habe, die Waffenpunkte umzuverteilen. So, wir haben hier jetzt ein PSG. Dann machen wir das alles auf das PSG natürlich. Zack. Ja, schon viel besser. Man könnte argumentieren, dass das nicht besser ist, sondern viel zu schnell, aber ist besser als zu langsam. Wenn langsam machen, können wir immer noch, indem wir die Gen-Funktion benutzen. Okay, da ist tatsächlich niemand, so wie es aussieht. Eine ist da oben. Ich könnte die eigentlich auch im Raketenwerfer ausschalten und dann was? Was ist das denn? Spiel, also wirklich. Du kannst doch nicht ein halb gerendertes Gebäude da anzeigen. Ja, wie gesagt, also mit Raketenwerfer könnten wir diesen Destabilisierungseinsatz super schnell erledigen. Oder mit dem Heli mit Raketen. Aber es wäre ja zu einfach. Oh,
Hallo. Gutes Ding, Ghost Lead. Noch weniger kann ich los sein. Oh, hallo. Oh, verdammt. Entschuldigung. Ich werde mich für meine Taten vorm Kriegsgericht verantworten. Verdammt. Ich habe nur gesehen, hat sich einer hingekniet und dachte, verdammt, da war noch ein anderer oben drauf. Ah, verdammt. Es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Ich meine, es ist nicht der erste Unschuldige, den ich getötet habe. Aber ich glaube, der erste Zivilist, den ich mit Absicht erschossen habe. Aber ich wusste nicht, dass es ein Zivilist ist. Aber das entschuldigt natürlich nichts. Typisch amerikanisch. Wo sind die? Oh mein Gott, ich bin niemand. Ich bin ein Busch, siehst du es nicht? Sichtkontakt! Doch ein Sniper! Verdammt! Schick! Bitte nicht! Ah, da wohl doch noch einer. Die Musik ist aber noch ruhig. Was scheinbar nichts zu heißen hat. Ich höre aber immer noch einen. Da hat gerade einer da was von wegen, und hier sind wir die Verräter, gelabert. Aber Musik ist immer noch total chill. Na gut. Beschwer mich nicht. Wär mich nie, ne? Ach, guck mal. Hallo? Ach so. Alle Anti-Haft beschichtet. Sag mal, wo ist dieser Oder, der die ganze Zeit am Labern ist? Wir hätten die Antennen auch einfach zerschießen können. Das wäre auch klar. Die irgendwie von da unten, aber ich habe nicht den leisesten Schimmer, wo die sind. Ich wollte mal einen unrealistischen Mini-Base-Jump ausprobieren. Und du? Wer zur Hölle? Wo zur Hölle? Ich meine, ich suche den jetzt nicht. Ne? Läuft bestimmt da unten irgendwo rum, ne? Vor der Basis. Wo ich eben keinen gesehen habe. Jetzt gehen wir erstmal hier oben noch C4 platzieren, sprengen alles schön gepflegt in die Luft und dann schauen wir noch, ob es hier eine Kiste gibt. Da hinten habe ich eine übersehen. Oh, ist eh nur eine Waffenkiste. Ja, genau. Da, der ist irgendwo da. Der Mister, jetzt sind wir die Verräter. Den kaufe ich mir. Was machen Sie hier? Oh, hallo. Zauberer Schuss. Und die Klassentechnik wieder aufgeladen. Perfekt. Also. Feuerfrei. Bam. Ich hoffe, der Drohnenschwarm verfolgt mich nicht. Jetzt, da der Drohnenschwarm ausgeschaltet ist, ist Fliegen hier wieder sicher. Sehr gut. Fliegen ist wieder möglich. Dann gehen wir doch direkt zur nächsten Mission. Was wäre da schön, wenn die Gegner nicht mehr fliegen könnten? Oder Helikopterpatrouillen entfernen. Das ist da unten. Da schauen wir mal, was am nächsten ist wieder. Wo ist das? Das ist so weit weg, ich sehe es gar nicht erst. Das ist irgendwo da oben. Also ist alles ungefähr gleich weit weg, vermute ich. Also. Ja. Gehen wir direkt zu diesem Biwak. Könnten wir gehen und dann
Erfahrungspunkte haben wir hier alle, ja. Da könnten wir da hin. Ich könnte auch hinfahren, aber... will nicht, dass mir die Festplatte wieder vollläuft, weil die Folge zu lang ist. Wobei, ich habe die Festplatte jetzt mal echt vorher 1A aufgeräumt. Laut OBS kann ich genau 6 Stunden aufnehmen noch. So, was machen wir denn da? Fahrzeuge aufspüren und vernichten. Trucks. Trucks vernichten. Da ist einer. Okay, ist hier nur einer oder sind das mehrere? Wenn da steht... Ah ne, es sind 4. Auf der Straße rund um den Lake Bulkington wurden Dingens gesichtet. Heißt das noch mehr? Oh, ja, sind es. Okay. Nein, ich wollte noch mit MDK dazu machen. Wer legt denn auch den Wechsel zwischen Story Mode und Motherland auf M? Wer ist denn auf die beschissene Idee gekommen und man kann es nicht mehr umbelegen? Wen haben wir denn da? Feinde in Reichweite. Kommen wir mit dem Fallschirm aufs Gelände? Wäre cool. Ohne gesehen zu werden, wäre es noch cooler. Da drüben haben wir Einheiten auf dem Dach. Das sieht aus wie eine Raketenschütze. Drohnen, okay. Und hier, das Dach scheint sauber zu sein. Da drüben ist auch einer. Nice. Ghost Actual. Ich bin drin. Richtig gut. Das war verdammt knapp. Wäre der daneben gegangen? Da hinten steht auch einer. Wäre der daneben gegangen, dann wäre es das gewesen. Aber der liegt blöd da. Das heißt nämlich, der andere kann den sehen. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass der da uns nicht sieht. Wo ist der? Oh nein. Ah, da läuft er. Das war aber ein Sniper. Ich habe da eben Raketenschütze gesehen. Einen Raketenschützen habe ich da gesehen. Und zwar ganz, ganz sicher. Da ist er. Okay, da kommt der nächste Kandidat. Was? Wer? Wer? Oh, shit. Ich hoffe, das hat niemand mitbekommen. Geschütze sind alle noch eingefahren. Sehr gut. Jetzt habe ich leider keinen Sonar mehr. Und Fury hat scheinbar keinen Bock, ihren Sonar einzusetzen. Aber wir hätten theoretisch und praktisch auch Sensorgranaten. Ich könnte natürlich auch den Angriffsmarkierer aus dem Widerstandsevent nutzen. Den benutze ich sowieso so selten. Ich benutze den eigentlich nie. Bei Wildlands habe ich den Rebellenmörser sehr oft genutzt. Aber hier nicht. Schauen wir mal, kriegen wir den da hinten hin? Ich hoffe, der trifft auch. Erwischt. Ein Treibstoff mit nice. Ihrer Helis. Nice. Okay, jetzt müssen wir nur hier wieder runter. Ist da eine Leiter? Ja, da. Gut. Rutsch die Leiter runter. Mann, er will nicht rutschen. Kommen wir drüber? Da nicht. Da kommen wir nicht rüber. Ich meine, ich könnte mich durch den Zaun schneiden, aber vielleicht kann ich auch da hochklettern. Geht das? Nein. Da aber. Ah, da ist eine Tür. Tschüss. Wir waren nie hier. Oh, gar nicht so schlau, denn die anderen sind weit weg und hier gibt es bestimmt einen Heli. Schauen wir eben nach. Wollen wir ganz abhauen. Wir haben ein Flugzeug. Und ein Heli, aber ohne Raketen. Ich
Das Flugzeug hätte ich schon gerne. Das sind immerhin, ja, das nächste sind 4,3 Kilometer. Wäre schon nett, wenn wir dahin fliegen könnten. Ich könnte natürlich auch einen Biwak nehmen dort hinten, aber wir sind jetzt im Kampf, also fällt die Option aus. Vier Kilometer sind im Spiel halt echt lang, wenn man auf der Straße fahren muss. Da. Unsere Tarnung ist leider noch nicht so weit ausgebaut, dass sie uns vor der Entdeckung von Drohnen schützt. Ja, das war richtig, ja. Und hier muss es doch auch noch irgendwelche Punkte geben, oder? Leider zeigt er mir gar keine Pisten an hier. Ich bin wohl zu weit weg. Wie viele Punkte gäbe es denn hier? 400. Naja, gut. Naja. Aber ich glaube, das Punktefarmen an sich mache ich wohl eher ja, separat, privat. Hallo, du. Dinge, die mir nicht gefallen. Drohnen auf der Lauer. Guckt die in unsere Richtung? Nein. Die andere Richtung. Allerdings hat die ein Radar. Also ein LIDAR-Radar hat die. Wer fährt dieses Fahrzeug? Niemand fährt dieses Fahrzeug. Oh, sorry, Fury. Ich darf nicht zu hoch fliegen. Wegen Flugabwehr und so. Oh, hallo. Oh, wird knapp. Ah, das schaffen wir nicht. Ah. Gerade noch abgebremst. Nun. Gut, immerhin 2 Kilometer gut gemacht. Perfekt geparkt. Da kommt das Ding nie mehr raus. Und wir kommen hier nicht weg, weil der Berg zu steil ist. Bei Wildlands hätte das bestimmt noch geklappt. Aber hier bei Breakpoint sind die Flugzeuge, die wiegen einfach viel zu viel. Weiß nicht, was die geladen haben. Offenbar irgendwas, was schwerer ist als Koks. Oh ja. Zwei nur. Feuer auf mein Kommando. Roger, bewege mich zum Ziel. Ich wollte eigentlich den anderen, aber na gut, was soll's. Hey, was seht ihr? Ab geht's. Sie greifen uns an! Gut gemacht. Meine Güte. Panzerung. Wir müssen nicht in Deckung gehen, wir haben Tarnung. Die uns vor dem Heli schützen sollte. Da hinten. So, wo fährt denn dieses Fahrzeug lang? Auf dieser Straße. Das heißt, der muss auf jeden Fall. Der fährt da lang. Also auf jeden Fall bis hierhin bleibt der da auf dieser Straße. Und da kommt das nächste. Och, Mann. Mach doch einen Fallschirmsprung, mein Gott. War nicht steil genug. Oh, was steil genug ist. Mein Gott, mach doch, bitte, Nomad. Danke. Jetzt muss ich nochmal gucken, welche Straße es war. Die nächste. Also nicht die hier, sondern die da drüben. Dum, 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 dum.
Nur nicht nach oben schauen, bitte. Wir sind so sehr mit Leichenverbrennung beschäftigt oder Ausrüstungsverbrennung oder was auch immer. Das schaffen wir nicht bis zur Straße. Und da vorne kommt er schon. Oh, wei, ein großer Trupp. Wobei? Ach, guck mal. Guck mal an. Nice. Ist doch noch geschafft bis dahin. Da kommt er. Minen haben wir keine gerade. Schaut die Ach, durchs Klassenwechseln ist der Raketenwerfer weggekommen. Stimmt, stimmt. Was machen wir dann? Machen wir den weg. Oder? Ich meine, komm, hey. Wir haben Raketenwerfer. Was soll es kommen? Könnt auch C4 benutzen. Oder den Truck benutzen, um zum anderen, zum nächsten Truck zu fahren. Wobei, da oben ist bestimmt auch ein Fahrzeug. Oh, da kommt noch ein gepanzertes Fahrzeug mit hinterher. Oh je, oh je. Und da kommt auch noch einer. Ach du Heilige. Es lebe die Tarnung. Oh nein. Hast du dir dein Leben so vorgestellt? Oh. Vielleicht erledigt sich das Ganze von selbst. Nice. Der Bodak-Raketenschütze hat den Job für uns erledigt. Sehr gut. Danke. Danke dir. Aber trotzdem musst du leider sterben. Oh, der da. Ah, Mist. Gut, haben wir. Ist der andere? War da nicht auch noch einer? Ist da nicht noch einer weggerannt? Gerade. Irgendwie in die Richtung. Oder war das nur ein Partikel? Ne, war nur irgendein Partikel. Ein Insekt. Das war ja sehr freundlich von dem. Und da hinten kommt der nächste direkt. Würde ich sagen, setzen wir uns einfach gerade nochmal dahin, wo wir gerade waren. Er kommt doch auch auf diese Straße, ne? Ja. Da sitzen wir und warten. In unserem grünen Gebüsch. Hallo. Das ist jetzt aber ungünstig, dass Sie hier warten. Mal gucken. Er hat einen Weg gefunden. Ich könnte ja dann auch einfach den benutzen. Dann brauche ich keine Munition für einen Raketenwerfer zu verschwenden. Die Idee wär's. Feuer auf mein Kommando. Rücke vor. Bin schussbereit. Verstanden. 3, 2, 1, Feuer! Gut geschossen. So, dann... Oh. Radius ist aber ziemlich groß. Ich möchte mir dieses Fahrzeug eigentlich gerne mitnehmen, auch wenn es ein bisschen angefrackt ist. Gut. Outcasts, dann zeigt mal, was ihr könnt. Hat funktioniert. So, nur noch einer. Der ist genau wo? Der ist... der bleibt dort. Da könnten wir tatsächlich hin mit dem... Oder wir fahren zurück auf die Hauptstraße. Oder einfach den Schienen entlang. Wir fahren einfach den Schienen entlang.
Ich meine, der Zug ist gerade gekommen. Die Wahrscheinlichkeit, dass da jetzt direkt ein neuer Zug kommt, ist sehr gering. Oh. Oh Gott. Was macht denn dieser Stein da? Und dieser hier. Ja, jetzt scannst du, Führer. Jetzt scannst du. Prima. Es wäre so gut, wenn man die Lassenfähigkeit oder die Fähigkeiten der KI-Kameraden selbst auslösen könnte. Auch bei den Rainbow-Kameraden. Außer vielleicht das Heilen von Finca. Denn da hat man in der Regel nicht mehr genug Zeit für. Aber es wäre so gut, wenn man das selbst machen könnte und wenn die das nicht einfach auf gut Dünken machen würden. Wie zum Beispiel Fixit mit seiner blöden Drohne immer. Oder dass man halt koordiniert mit Vasili vorgehen könnte, dass der dann halt seinen panzerbrechenden Schuss abgibt, wenn das wirklich soll und nicht einfach so zwischendrin war. So, müssen wir einfach die Straße hier entlang? Nein, wir müssen eigentlich einfach weiter geradeaus. Allerdings wird das schwierig, weil Berg. Kommen wir da hoch? Ich glaube nicht. Habe ich jetzt das Fahrzeug? Nein, habe ich nicht. Mein Gott. Zum Glück gibt es hier kein realistisches Schadensmodell. Oft habe ich schon verflucht, dass es es nicht gibt, aber... Eieiei. Ja, genau, als könntest du von da oben sehen, dass hier Feinde drin sind. Ganz genau. Das geht mir allerdings sehr auf den Keks. Bei Wildlands war das viel, viel geiler. Da konntest du mit dem... Wenn du in einem Feindfahrzeug saßt, konntest du in der Feindbasis 3-4 Runden drehen, bis die überhaupt geschnallt haben, dass es ein Feind ist. Das war viel besser. Ich jag sie hoch! Was? Dumb. Nein! Fury! Hab eins erwischt! Ja toll! Was hast du noch gemacht? Was hast du noch gemacht? Unsere Position komplett verraten. Na, dankeschön. Danke, Fury. Vielen, vielen Dank. Auch das Granatenwerfen ist echt ätzend. Man kann zwar die KI-Kameraden-Funktionen deaktivieren, also die Fähigkeiten meine ich, aber man kann, glaube ich, das Granatenwerfen nicht deaktivieren. Was schade ist. Ich meine, wenn es wenigstens so eine Fähigkeit gäbe oder so eine, ja, so ein Befehl gäbe wie bei Ghost Recon 2, dass man eine Granatenbarrage auf eine Feindstellung werfen lassen kann. Oh shit. Ich sehe einen Sniper, der gleich schießt. Schwergewicht voraus. Ich sehe einen Sniper, der nie wieder schießt. Ja, na toll. Ich wollte schleichen. Danke, Fury. Danke. Weh, jetzt kommt einer mit. Ja, die werfen aber nur Granaten, wenn sowieso schon entdeckt. Tun sie nämlich nicht. Solides Ding, Ghost Lead. Vorsicht! Also, beziehungsweise, die tun es, sobald die Entdeckung, ja, angefangen hat. Aber die Feinde, also, wenn die auch ein verdächtiges Geräusch hören oder so, ist man nicht sofort entdeckt. Scharfschütze zielt auf uns! Ja, komm, als könntest du sehen, dass der auf uns zielt. Auf mich. Ach ja, ich reg mich schon wieder viel zu viel auf. Dabei tut das, also ist das im Spiel, ist gar nicht gerecht gegenüber dem Spiel, denn das Spiel macht wirklich Spaß. So, haben wir hier auch. Oh, Minigun. Ich hoffe, da ist kein Dingens. Scan läuft. Ja, scan du mal. Oh, 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 ich habe gerade eine getarnte Einheit gehört. Oh mein Gott. Das sind viele Gegner. Eins, zwei, drei. Scheiße! Feindliche Verstärkung ist im Anmarsch! War ein Funker. Oder? Jo.
Das war der Funke. Verdammt, der hat gesessen. Ein Zugruf wie erledigt! Sucht schon! Hallo! Schnapp mir jetzt den Heli und hoffe, dass ich nicht abgeknallt werde. Ich hoffe, wir haben keinen Raketenschützen, der das Ding direkt zerschrottet. Aus Tastatur ist echt schwer. Oh, verdammt, schon wieder ein Zivilist getötet. Das war er. Nice. Und jetzt abhauen. Diese Fahrzeuge haben Treibstoff und Munition für den Bordak-Hubschrauber transportiert. Jetzt ist Schluss mit ihrer Lufthoheit. Und wieder einen Zivilisten getötet. Ich weiß nicht, was in dieser Folge los ist. Ich glaube, ich habe noch nie so viele Zivilisten getötet in so kurzer Zeit. Aus Versehen. Oh, guck mal. Ein Cache. Ein Depot. So, aber wir markieren direkt wieder die nächste Mission. Und zwar Flugdrohnen entfernen oder Raketenschützen entfernen. Da ich gerne mit dem Heli weiter rumfahren würde, würde ich zuerst... Wobei die Flugdrohnen können dem Heli auch gefährlich werden. Aber ich würde zuerst die Zerstörer trotzdem nehmen. Müssen wir machen? Alle Gegner töten. Ja! Das machen wir. Ich hoffe, wir schaffen es, den Heli heil bis zum Ende zu bekommen. Was haben wir denn hier? Keine Ahnung. Scale-Credits vielleicht. Ja, es war ein Scale-Credit-Geräusch. Was nicht unbedingt was zu heißen hat. Vielen Dank für die Munition. Früher wollte ich immer selbst, also wenn mir ein Spiel gefallen hat, wollte ich selbst ein Spiel entwickeln, das so ist wie das Spiel, das mir gefällt, aber außerdem halt meine Kritikpunkte ausmerzt. Ich wollte immer sowas machen wie Gothic oder so, nur halt in besser. Bis mir dann, also ich habe dann angefangen mit Spielentwicklung, bis ich dann halt bemerkt habe, wie viel Aufwand es schon ist, ein 2D-Spiel ohne Animationen zu machen. Da habe ich so ein Strategiespiel gemacht, inspiriert von einem anderen Spiel, wie hieß das noch? Ich weiß es nicht mehr, wie das hieß. Verdammt. Ich komme nicht mehr vom Namen. Ja, toll. Die wissen, dass wir da sind. Was sollen wir hier tun? Achso, alle Gegner töten, stimmt. Uiuiui. Ich hab was für euch. Sehr gut. Oh shit. Hallo. Pff, da ist er weggeflogen. Gut, das wird schon mal nix mit. Das ist der Wolf aus dem Posten. Okay, gut, wenn ich das gewusst hätte. Wäre ich nicht einfach so blind reingedüst, dann hätte ich es vielleicht gewusst. Das war ganz eindeutig mein Fehler. Ach du Heide. Au! Eieiei. Jo, jo, jo. Jo, gut, dann, da die Teamkameraden ja keinen Bock haben zu schießen, wenn ich denen den Befehl nicht separat erteile, sag ich das dann jetzt einfach. Ghosts feuerfrei. Team feuerfrei. Feuerfrei! Roger, geht los! Yep, es geht los. Ich schieße. Ich mich hier verbinde. Ab einen Abend! Willkommen, der Sniper schießt gleich. Aber nicht auf mich. Hoffe ich. Ist da hinten noch einer drin? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, das ist einer. Das war's nicht mehr. Sehr gut. Danke, Fury.
Der Scan zeigt einen Raketenwerfer. Wo? Ich sehe keinen. Hätte ich nicht. Der Wurf ist erledigt. Dann haben wir hier Flugabwehr bestimmt, oder? Ich meine, es ist ein Wolf. Außenposten. Der Schütze hat uns im Visier. Der Scharfschütze zielt auf uns. Ah. Machen wir es mal interessant. Getroffen. Er hat nur auf mich gewartet. Ein Scharfschütze weniger. Ist schon besser. Vielen Dank. Schön. Los jetzt! Bin ich verletzt? Nein. Nur ein bisschen verwundet. Ah, guck mal. Tarnungspunkte. Ziel getroffen. Ich greife an! Ja, ich glaube, so langsam komme ich in die G28 rein. Da, weil sie so entdeckt sind, kann ich auch den Schalldämpfer abmachen, ne? Sie haben Vassili getroffen! Oh nein, Vassili! Bester Mann! Ein Geschütz. Fury meldet sich nicht mehr. Alter, knallt die! Team, zu mir. Oh shit. Das geht nicht. Das heißt, Fury ist down. Ich habe keine Ahnung, wo die ist. Ich habe nicht den leisesten Schimmer, wo die liegt. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Oh oh. Sniper-Turm. Einer drin? Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sehen. Aber gehen wir mal davon aus, dass einer drin ist. Ich muss mit der Drohne gucken, wo Fury ist. Und Vassili. Ich hoffe, die sind nicht wieder mitten in die Basis gerannt. Das wäre uncool. Okay, da ist auf jeden Fall noch irgendwo ein Sniper. Habt ihr einfach meine Drohne weggesniped? Was ein Sack. Nun, ja. Ach, guck mal, hallo. Vielleicht lege ich mich einfach dahin, buddel mich ein und guck dann mit der Drohne. Achso, ach gut, doch, sie ist wieder ganz. Sehr gut. Wo ist Fury? Wo ist Vassili? Und ist da hinten in dem Turm ein Sniper? Wo ist der Turm? Wo war der? Da war doch ein Turm, sag mal. Bin ich jetzt... Also ich war hier, hab da rüber geguckt. Also... Hier. War doch hier, ne? Da ist doch der Turm. Ja, und da ist auch ein Sniper drin. Okay. Ich guck mal mit dem Wärmebild. Ob ich irgendwo zappelnde Körper sehe. Da vielleicht? Das ist ein Gefangenenlager. Da könnten wir ein bisschen Chaos stiften. Oder wir müssen das Ganze jetzt einfach lone wolfen. Ja, dann müssen wir das Ganze wohl alleine machen und dann nachher gucken. Wird schon schief gehen. Nicht, aber gut, dann kann ich ja jetzt mal meine Überlegenheit als menschlicher Spieler zeigen. Ne? Den da hinten haben wir, ne? Ja, ist weg.
sehe den anderen da hinten nicht, aber leider kann die KI kann durch das Gestrüpp durchgucken. Ich würde gerne die Gefangenen befreien. Dazu müsste ich aber auf die andere Seite, damit ich das Schloss zerschießen kann. Wenn die Drohne nicht wäre, würde ich auch gerne das Geschütz zerstören. Wobei das Geschütz, ne? Das zeigt so in diese Richtung. Als hätte es dort auf jemanden geschossen. Das heißt, da muss doch hier irgendwo, muss doch was sehen. Da. Da so. Ist das nicht was sehen? Verdammt! Wo ist der? Wo sind die Kameraden? Tarnung ist gleich hinüber. Ja, dann. Da! Da zappelt was! Da sind sie beide! Okay. Links. Oh Gott! Oh Gott! Heilige! Beinahe wär's das schon gewesen! Schlecht. Hat er mich getroffen? Ja, hat er. Hey, hey. Und dann muss ich die. Siehste, hätte ich den Medic ausgewählt. Hätte ich den Medic ausgewählt, aber ich dachte, den Medic, den wähle ich vielleicht am Schluss. Wenn nur noch. Ist das hier ein Schloss? Nee, das ist da hinten dran, das Gebäude. Schade. Aber da ist das Ding. Ein Schuss? The fuck? The fuck? Ein Schuss? Und da hinten sehe ich den anderen. Oder? Nee, ich sehe den nicht. Das ist weit. Ein Schuss? Okay, das ist neu. Zumindest glaube ich das. Ich habe so selten Scharfschütze gespielt. Ich weiß nicht, ob er da sitzt. Ich kann es nicht erkennen. Lieber kein Risiko eingehen. Ich meine, wir wissen, dass er da ist. Ich glaube, ich muss den zuerst ausschalten. Ich sehe da was, aber ich weiß nicht, ob das der ist. Oder ob das sonst was ist. Ich will den jetzt ungern aufschrecken. Hätte ich doch bloß ein größeres Visier draufgepackt, ne? Aber dann wäre Nahkampf halt gar nichts. Man muss halt immer Abstriche machen, ne? Doch, das ist der. Okay, Luft anhalten. Mist. Stirb doch. Verdammt. Ist er tot? Ich weiß es nicht. Ein Headshot war es jedenfalls nicht. Ja, er ist tot. Gut. Okay, so. Keine Gefahr mehr vom Scharfschützen. Funktioniert das mit diesem One-Shot jetzt auch mit den anderen? Geht trotzdem in die Tarnung. Also mit der Bodendrohne da, die haben ja auch so einen Schwachpunkt. Treffe ich aber von hier aus nicht, leider. Ist das nur die Drohne? Ich höre auch keinen mehr reden oder so. Oder gab es hier nur Scharfschützen? Nein, Raketenschütze gab es ja auch mindestens einen. Und den Shotgun-Wolf, der mich da Anfang hart verwundet hat. So. Outcast. Das ist euer Spiel. Und ich gucke euch zu mit der Drohne. Ich gucke, wie ihr von der anderen Drohne, von der Bodendrohne zerfetzt werdet. KI-Kameraden sollten dann auch wieder automatisch wiederbelebt werden.
was, ich mach mit. Komm. Wo ist der Teil? Ist die Drohne genau dahinter? Hat sich taktisch klug platziert. Jetzt wieder nicht. Das war tatsächlich der letzte Gegner. Da hinten kommen schon wieder Vasili und Fury angerannt. Sehr gut. Nice. Es war gleichzeitig schwerer und einfacher, als ich dachte. Ich hätte es gerne schleichend gemacht. Bin ich ganz ehrlich. Gibt es hier noch Kisten? Eine Ausrüstungskiste. Es muss doch hier auch noch Dingens geben, oder? Hier gibt es auf jeden Fall Infos. Keines Geldkredits. Ah, die habe ich schon. Ach stimmt, wir hatten... Oh mein Gott. Hatten wir hier schon mal eine Mission? Weiß es gar nicht. Kann auch sein, dass ich das aus Versehen gemacht habe, als ich privat Punkte gefarmt habe. Infos würde ich aber noch mitnehmen. Wenn ich die finde, direkt. Ohne HUD ist es halt echt schwer, manchmal diese Infos zu finden. Mal in einem Guerillakrieg kämpfen? Blinkt da was? Wo blinkt was? Und ein trockenes Bett. Blinkt nicht. Bin ich hier überhaupt richtig? Nein, bin ich nicht. Das ist nämlich das andere Gebäude nebendran. Stellst du dir je vor, wie es noch sein könnte? Ja, ja, Gebäude. Aufgehalten werden. Unterstand. Hier ist es vielleicht. Nein. Da, Handy. Ja, sehr gut. Du? Sie kommen! Was? Wer? Wer kommt? Ich bin's nur. Ich bin kein Feind. Ihr seid dumm. Das ist Immersion Breaking. Dass ihr mich durch die Tarnung sehen könnt und dass ihr immer denkt, ich wäre Feind. Und umgekehrt. Naja, egal. Okay, weiter geht's. Und zwar mit der Mission, die die Flugdrohnen entfernt. Das wäre dann hier unten, bist du die Elektromotorfabrik. Da gibt es 800 Tarnungspunkte. Da könnten wir eigentlich direkt hinfahren. Ich glaube, das wäre sogar schneller, als wenn wir jetzt da groß zum Biwak reisen würden. Die greifen uns an! Niemand greift euch an! Mein Gott, denken die jetzt schon selbst, sie wären Feinde? Glaube ich mal ein Auto. Licht ist komplett kaputt, geht nicht an. Ja, ihr Flugdrohnen, ihr braucht gar nicht so zu gucken. Bald seid ihr nicht mehr da. Ich dachte, da wäre eine getarnte Einheit. Das war eine ganz... Ja, ich habe gesehen gerade, dass man da von unten rein kann. Das kommt mir alles so bekannt vor. Haben wir das schon mal gemacht? Ich glaube, das war die letzte Mission, die ich zum zweiten Mal gemacht habe. In der Testphase. Das kann sein. Sicht ist nah an. Die Drohne darf ja Nachtsicht benutzen. Okay, wir haben hier zwei ungepanzerte Sentinels und sonst nichts. Gut. Mach aus. Das ist der eine, das andere. Hallo. Bam, bam. Nicht schlecht, Boss. Dankeschön. Ich habe noch lange trainiert. Ich mache einen Scan der Umgebung. Da oben ist der Mensch. Jetzt wissen wir, was uns erwartet. Oder? Ja, ganz oben. Okay. Na, gucken wir, wir müssen sogar hier hin.
Okay. Und jetzt noch? Jetzt haben die Bordaks keinen Datenzugriff mehr und können die Fabriken, die die Flugdrohnen herstellen, nicht mehr hochfahren. Hä? Moment. Also eins ist noch hier und dann das nächste da drüben. Okay, gut. Verstanden. Ich glaube, nach dem Auftrag hier mache ich mal Pause. Ich meine, das waren drei Einsätze nacheinander. Ich werde schon so komisch wie der Minigunner. Jetzt komme ich nicht raus hier. Toll. Ja, komm, nimm ihn mit. Überblick, Ghost Lead. Ja, er hebt ihn nicht auf. Jetzt geht's. Okidoki. Ja, ja. Was? Die Folge geht schon wieder eine Stunde? Wo ist die Zeit hin? Mein Gott. Ich dachte, das wäre vielleicht eine halbe oder so. Sag ja, es macht einfach viel zu viel Spaß. Oben. Ich sehe halt kaum was. Da der Computer. Ich tarn mich mal zur Sicherheit. Oh nein, der Laptop hier. Die Bordaks scheinen ein großes Interesse daran zu haben, hier Flugdrohnen herzustellen. Das werden wir verhindern. Werden wir. Aber zuerst würde ich echt gern. Also ich würde echt gern die Tarnungspunkte hier mitnehmen. Aber komm, was soll's. Da muss ein Nest sein. Die Folge ist jetzt schon so lang. Gehen wir wieder genauso raus, wie wir rein sind. Ohne dass jemand weiß, dass wir hier waren. Zumindest bis sie ihre toten Kameraden finden. Nice. Also das war doch mal wirklich perfekt. Absolut perfekt. Wir sind in dieser Folge noch kein einziges Mal wirklich gefailt. Sehr gut. Cool. Gefällt mir. Und das nächste ist die Elektromotorfabrik. Wie müssen wir denn von unserem Fahrzeug aus dahin? Oh Gott, ist das weit. Da würde ich eigentlich am liebsten Biwak, aber... Ich weiß ja nicht... Biwak könnte auch weit weg sein. Können wir übers Wasser? Oder kommen wir da hin? Wir könnten dann von da aus ein Fahrzeug nehmen. Dann hätten wir uns zumindest den Umweg hier gespart oder hier. Ja, ich nehme das Auto, das Boot. Nehme dann da hinten noch das Fragezeichen mit, was auch immer das ist. Wahrscheinlich ein anderer Pier. Dann... Geht's weiter. Bam, 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 bam. Ja, toll. Ich wollte einsteigen, aber jetzt geht nichts mehr. Ah, jetzt. Warum können hier eigentlich nur zwei mitfahren? Ich meine, die könnten einfach da vorne diesen Behälter entfernen. Oder sich zu zweit auf so eine Liege setzen. Oder einer könnte sich noch vorne hinsetzen oder so. Einfach so. Wo ist Fury? Fury hat keinen Bock. Okay. Tschüss, Fury. Ihr backt bestimmt irgendwo rum. So, wo ist das Fragezeichen? Ah, direkt da. Okay. Mir wurde gesagt, dass hier sind Router und keine Propeller, aber ich muss sagen, für mich sehen die sehr propellerig aus. Nun. Keine Ahnung. Ich habe echt keine Ahnung von dem Kram. Ach, das ist das Haus da vorne, das Fragezeichen. Also diese Gruppe da. Das Fragezeichen. Ist das hier ein Murmurgebiet?
Das sind mehr als eine Drohne. Das ist mehr als eine Drohne. Oder meine ich das nur? Nein, ist keine Murmur. So, hier haben wir ein Fahrzeug. Und eine Kiste. Gut. Dann fahren wir jetzt auf die Hauptstraße. Die ist genau vor uns und dann einfach links rum und auf der Straße bleiben. Durch den Checkpoint durch. Mein Gott, steig doch ein. Guck mal, hier ist die Tür. Ja. Du. Ja, danke Führung. Für nichts. Ich glaube, Fury ist die nächste, die deaktiviert wird. Ich will hupen. Lass mich hupen. Ich darf nicht hupen, das ist schade. Nein, ich greife euch gar nicht an. Kann ich da rum? Geht das? Nein, das ist nicht gut. Oder? Andererseits? Doch. Dann muss ich nicht da vorne durch. Da und dann das nächste links. Gut. Oh oh. Feuer! Alter, die KI-Kameraden sind einfach viel zu krass. Nochmal Feuer! Das sind echte Killer, also absolut insane. Setzt einfach drei KI-Kameraden in ein Auto, lasst die rausschießen, fahrt mitten in Murmurgebiet, bam. Wenn wir gerade schon da sind, wenn die gerade so schön convenient da runtergekommen ist. Nehmen wir noch die Teile mit. Die sind absolut krass. Oh, hallo. Feuer! Schieß doch! Mach das! Nichts macht er, jetzt macht er. Aus irgendeinem Grund sind die KI-Kameraden auch viel krasser, wenn sie aus dem Fahrzeug rausschießen, als wenn sie zu Fuß unterwegs sind. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, die schießen aus dem Fahrzeug raus nie daneben. So, was müssen wir dort machen? Feindliche Ausrüstung manipulieren. Gut. Wieder was zum Schleichen. Sehr gut. Oh, scharf. Da muss ich doch glatt scharf rechts ausweichen. Gut. Fahrzeug hat es auch unbeschadet überstanden. Oh, hallo, Raketenschütze. Ich scanne die Umgebung. Das hilft uns, die Richtig gut. Konvoi. Deutlich in der Überzahl. Aufpassen. Strategie. Ich weiß, normalerweise eher Körpermitte, nicht Headshot, aber komm, dann hier. Für die Realisten unter euch. So. Wollte ich zielen. Aber wo müssen wir denn genau hin? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass hinten noch ein Gegner gelaufen ist. Mörser? Nein. Geschützturm? Hab ich da gerade ein Tier gehört oder eine getarnte Einheit? Ich höre überall getarnte Einheiten. Da müssen wir hin. Okay, das ist wieder so ein Hebelding. Feuer auf mein Kommando. Bringe mich in Stellung. Ziel auf den Schützen. Gehe in Stellung. Ziel erfasst. Bin bereit. Ziel erfasst. Und
Feuer. Ziele erledigt. Negativ, kein Mann am Boden. Okay, war's das? Da sind auf jeden Fall noch Gegner da, aber ist jetzt noch alles stealthy? Ich lade mal nach, zur Sicherheit. In der Nähe. Ich vermute diesen Platz immer. Alles klar. Was haben wir denn hier? Ja, einer steht da. Einer patrouillieren da unten und einer hinten in dem Gebäude. Auf dem Gebäude niemand mehr. Sonst sehr gut. Dann kommen wir da ja auch wieder durch, ohne entdeckt zu werden. Nice. Ah, das mag ich. So macht das Spaß. Es wird eine Weile dauern, bis die Maschinen repariert sind. Die Fabriken, die die Motoren herstellen, sind vom Netz. Damit wird es keine Flugdrohnen in dieser Region mehr geben. Entdeckt zu werden macht mir überhaupt keinen Spaß. Also ich bin nicht so der ganz blazing Typ, außer vielleicht bei Doom oder Quake. So, gut. Platzieren wir uns mal hier und schauen wir mal auf die Karte. Die nächste Mission. Mission mit einem S. Der nächste Einsatz. So. Der macht, der entfernt die Bodendrohnen im Forschungszentrum. Oh, sehr gut. Die Bodendrohnen sind nicht so nett. Und wir müssen rote Container zerstören am Frachthafen. Oh, das ist direkt da drüben. Prima. So quasi da, wo wir hergekommen sind. Oh nein! Mal sehen, womit wir es zu tun haben. Bambi, es tut mir leid. Es war keine Absicht. Ich habe dich nicht gesehen. Ich habe auf mein kaputtes altes Auto geguckt und ja, sorry. Geschieht mir eigentlich recht, dass ich jetzt nicht mehr auf mein Motorrad aufsteigen kann. Oh mein Gott. Ja, Bitches. Teil ist halt, die E-Bikes hier, die sind so schnell. Die machen Spaß. Außer wenn man damit querfeld einfährt. Was ich jetzt finde. Achso, wobei, ist ein freundlicher Einheit, sehr gut. Okay. Das ist das Ding, das heißt, das sind Scharfschützen. Ich kenne das. Ich kenne das noch. Waren wir da nicht auch vor kurzem? Nein. Ich weiß nicht, meine Erinnerung spielt mir Streiche. Kann ich mal gucken. Nein, sind noch 200 Tarnungspunkte da, dann war ich noch nicht da. Wahrscheinlich. Ich weiß, dass hier Scharfschützen sind. Da ist einer. Scharfschütze 1 am Boden. Da ist aber noch einer ein bisschen weiter weg und einer auf dem halbfertigen Gebäude. Das weiß ich. Das weiß ich, weil ich gut bin. Nein. Doch. Vielleicht. Wer weiß. Da haben wir den einen. Der hatte einen Hexenschuss. Und ich habe definitiv eine getarnte Einheit gehört. Definitiv. Stay. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich eine gehört habe. Das ist der Generator. Den auszuschalten wäre gut. So mal nicht so nah ran. Vielleicht noch den anderen Scharfschützen, aber der wird mit hoher Wahrscheinlichkeit entdeckt.
der da hinten? Der irgendwo da auf dem Gebäude rumlatscht? Okay. Generator aus. Ich schätze mal die Lage an. Jo, mach das. Jetzt wissen wir, was uns erwartet. Feuer auf mein Kommando. Bewege mich auf Feind zu. Gut aufpassen. Da sind eine Menge Feinde auf dem Scarecrow. Nein! Oh, der Stratege. Den wollte ich doch nehmen. Das war's. Wir haben sie. Sauber. Das war knapp. Oh Gott. Sehen die was? Nee, ne? Oh. Der glitscht ein bisschen rum. Ich hab was gehört. Das verschafft uns einen besseren Überblick. Oder bestimmt nichts, aber ich guck trotzdem mal nach. Mach das. Die Scare ist alles in Ordnung. Oh. Sehr schön. Da kann man hoch. Ich war nie da oben, glaube ich. Oh oh, wenn die da hinkommen. So, Generator ist aus. Schritte. Seid wachsam! Es könnten Feinde in der Nähe sein! Verstanden! Sind wir da auf Bereitschaft? Das ist gar nicht. Ich wusste doch, ich habe eine getarnte Einheit gehört. Ja, bitte. Gut, wir müssen wissen, was uns erwartet. Oh. Wir sind stark in der Unterzahl. Vorsicht! Sieht aus, als könnte es demnächst eskalieren. Sie greifen an! Da kommen sie! Aufpassen, die sind in Alarmbereitschaft. Shit. War zu weit rangezoomt. Okay, aber der Generator ist aus. Was sollen wir hier machen? Rote Container zerstören, gell? Nein! Ach, ich wollte... Hier! C4! Immer den da oben. Mit dem C4. Ja, sehr gut. Der ist nicht antihaft beschichtet. Finde ich gut. Ich verschaffe dir einen Überblick. Damit sind wir Ihnen einen Schritt voraus. Okay, die gehen jetzt alle da hingucken. Die Zielperson flüchtet. Aufpassen. Geschütz voraus. Was macht der Commander eigentlich? Ich habe bis heute keine Ahnung. Was diese Kommandoeinheiten machen. Wofür die da sind. Was ist deren spezielle Rolle? Kämpfen die Gegner dann effizienter oder... Keine Ahnung. Ich weiß Funker. Die rufen Verstärkung. Oh, verdammt, ich glaube kein C4 mehr. Wir merken, dass keine Verstärkung kommt. Das waren die ersten paar. Das wollte ich nicht, ich wollte das. Wie sehen die denn auch so gleich aus? Aber die wissen immer, also die wissen, dass jemand da ist, aber die wissen nicht, dass ich da bin. Oder wie, besser gesagt. Sehr gut. Zack. Was höre ich denn hier? Hörst du das?
Keine Ahnung, was es ist. Irgendein Audio-Bug. Bei mir ist alles okay. Nein, es ist er weggerannt. Gehen die wieder auf ihre ursprüngliche Position? So sieht es also aus, wenn man in vollem Sprint erschossen wird. Hey, wer sind Sie? Wo ist der? Wo ist der? Okay, okay, okay. Da. Ist da jemand? Oh Gott. Seltsam. Ich seh mir das mal an. Hier an der Straße bin ich echt schlecht positioniert. Kann ich das Ding benutzen, während ich getarnt bin, ja? Ich habe keine... Ach, das ist noch nicht bereit, verdammt. Es wird langsam dunkel. Das ist schlecht ohne Nachtsichtgerät. Ich meine, ich habe ja gesagt, ich werde es auch benutzen, aber halt sparsam. Aber eigentlich will ich es nicht benutzen, wenn ich nicht muss. So, das ist der eine Container und der andere ist direkt da oben. So, gehen wir erstmal raus hier und dann... Ja, natürlich, die haben eine Explosion bemerkt, aber sonst haben die nichts bemerkt. Ich bin gar nicht da. Oder nicht mehr, besser gesagt. So, und das dürfte dann der letzte Container gewesen sein. Noch einer. Den habe ich gar nicht gesehen. Verdammt. Ah, da hinten. Na gut. Na gut. Ist zwar schade, aber was soll's. Hier liegt ein Stück Container. Kann ich die Granate so weit werfen? Ja, guck mal. Und das war's. Ingenieure beschützen. Sehr schön. Das waren die Destabilisierungsmissionen. Das heißt, jetzt geht's weiter mit der Hauptmissionsreihe. Die Diebe eliminieren. Einfach 4 Zielpersonen töten. Okay. Kann ich machen. Kann ich reisen? Nein. Das sind einmal 3 und einmal einer. Gut, das kriegen wir hin. Das Fahrzeug hätte ich eigentlich gut gebraucht. Das Auto haben. Erwischt! Ich werfe eine Handgranate. Was ist? Ne, Fury, nein! Du dumme, blöde Kuh. Gut. Wir haben ja noch das andere. Seht ihr, die KI-Kameraden, die machen nichts als Unsinn. Wie voll getroffen. Hör auf! Gib dich her! Also, es ist leider immer noch so, dass
die Fahrzeuglichter keinen Sinn machen, keine Auswirkung haben, es sei denn, es ist stockdunkel. Seht ihr, jetzt werden sie langsam nützlich. So, wo müssen wir denn? Wir können eigentlich, wenn wir uns rechts halten, auf den Schienen fahren. Sowieso. Oh, oh, das ist eng. So, hier die Abzweigung rechts. Fährt wie eine gesenkte Sau, ja, ja, gut. Manchmal vielleicht. Ach ja. Schön. Also das klappt heute wirklich alles sehr, sehr gut. Selbst als wir entdeckt wurden, haben wir das Ganze noch ziemlich unbeschadet, ja, überstanden und bestanden. Die beiden Male. Und ein Frame-Drop haben wir auch unbeschadet überstanden. Ja, das ist hier, ne? Oder? Naja, nee, das sind keine 800 Meter. Nein, das sind keine 800 Meter, sag ich doch. Weiter auf den Schienen bleiben. Ich bin immer unsicher, weil einerseits, also auf die Entfernung sieht man besser, wenn es Licht aus ist, auch wenn es dunkel ist, aber Nahdistanz sieht man natürlich besser, wenn es Licht an ist. Da sieht man aber auf die Entfernung kaum noch was. Schwierig. Und wenn jetzt ein Zug kommt, auch schwierig. Dann haben wir ein Problem. Dann macht's Boom. Dann hätten wir den ersten Fail in dieser Folge. Oh Gott, nein. Oh Gott, da haben wir auch einen Fail. Au, au, ich sehe überhaupt nichts. Jetzt ist Licht kaputt, ich steig mal aus. Bin verletzt, glaube ich. Nein, bin ich nicht. Es ist jetzt halt wirklich, wirklich stockdunkel. Wo ist es? Hier, 400 Meter. Also ich weiß, du kannst wahrscheinlich kaum was sehen auf YouTube, aber sei dir gewiss, ich sehe genauso wenig. Ich sehe genauso wenig. Genauso viel wie du. Aber ich versuche das jetzt mal durchzuziehen. Jetzt komme ich da nirgends hoch. Mein Gott, muss das sein? Geht's da hinten hoch? Auch nicht. Wir sind halt ganz hart abgestürzt hier. Da könnte es... Das ist aber auch viel zu steil. Da sind wir runtergefallen. Da. Da steht unser Auto. Also hier sind wir dann runter. Das ist alles viel zu hoch. Oh Gott, ist das dunkel. Ich sehe überhaupt nichts. Ah, jetzt geht's wieder langsam. Ist nicht irgendwo eine Leiter oder so irgendwas? Ein Weg, der nach oben führt? Nein. Ich glaube, dann kommen wir hier nicht hoch. Das war's. Ich glaube, dann muss ich mich doch porten, weil ich will jetzt ungern da runterlaufen, um dann da hochzukommen, um dann wieder zurückgehen zu können. Würde ich mich an dieses Biwak hier porten und dann hoffen, dass wir von dort aus einen Fallschirmsprung machen können. Andererseits könnten wir hier natürlich auch die Nacht überrasten, damit wir für die Exekutionen ja, gewappnet sind. Und da können wir auch gerade unsere Ausrüstung wieder auffrischen. Wir haben echt wenig verbraucht, was Verbandsmaterial angeht, ne? Nur einmal verbunden. Gut, und einmal weggesniped dabei. Dafür haben wir umso mehr C4 verbraucht. So, wie viel Uhr nehmen wir denn?
4 Uhr ungefähr. Warum 4 Uhr? Ja, weil der Bug immer noch drin ist, dass 5.35 Uhr nicht 5.35 Uhr ist. Ich zeig's gleich. Hier, in der Drohne hat man ja auch eine Uhr. Hier, 4.45 Uhr oder 4.44 Uhr war es jetzt. Ist immer etwas über eine Stunde früher, als man angegeben hat. Was ziemlich doof ist, aber es ist halt so. Wenn man es weiß, kann man damit, ja, kann man damit arbeiten. Oh, wie viele sollen wir denn hier eliminieren? Was für ein Ort ist das denn? Das ist das Mechanikforschungszentrum. 3. 3 Leute am Mechanikforschungszentrum. Oh, ein Airdrop. Können wir da? Fallschirm? Nein? Okay. Da vorne ist eine Absprungplattform. Warum erinnere ich mich an diese Region noch so verdammt gut? Ich weiß auch noch, wo die Wissenschaftler hier sind. Also zumindest einer ist ungefähr da so im Gebäude, anderer steht irgendwie da rum und einer patrouilliert darum. Oder läuft darum, besser gesagt. Mein Ziel erfassen. Bewege mich zum Ziel. Bereit, Ghost Lead. Feuer. Die wären erledigt. Ach, mich das angehört. Als hätte sie ihm das Genick gebrochen. Ich meine, ich könnte auch die Simultanschussdrohnen benutzen, aber das ging schneller vielleicht. Und die kosten halt auch wieder Geld, wenn ich sie nicht selbst baue. Und dann kosten sie Teile. So. Schauen wir erstmal von hier aus, ob wir die Wissenschaftler schon so finden können. Dann war ein Heli mit, ohne Geschützschaden. Also ein Wissenschaftler war ungefähr das letzte Mal, als ich hier war, stand der da. Okay, da sind die Positionen scheinbar auch randomisiert. Und hier ist niemand. Das ist ein Burdak-Ingenieur. Ich muss ihn und seine Kollegen töten. Ja, das ist der im Gebäude. Aber wo ist der andere? So, wo sind die anderen? Ja, mir bildet auf die Distanz halt einfach total nutzlos. Das Schwergewicht hier kann man gar nicht sehen. Nicht mal wirklich, wenn man ranzoomt. Ein Generator. Das Ding ist, wenn man entdeckt wird, oder wenn wir entdeckt werden, dann hauen die Wissenschaftler ab. Was schlecht wäre, denn dann müssten wir das Ganze wieder neu starten. Haufen Gegner. Wo sind denn die anderen beiden, sag mal? Ah, er läuft jetzt raus. Draußen rum. Und ich würde sagen, wir gehen erstmal rein und dann. Wohin rein gehen wir denn? Hierhin vielleicht, ja? Hier rechts haben wir sehr viele Gegner. Parkplatz auch. Habe ich das Ding da schon entdeckt? Ja. Ich hätte die Fragezeichen auf der Map nie aktivieren dürfen. Aber ich habe sie irgendwann aktiviert, weil ich dachte so, ja, komm. Gab keinen neuen Content, dann erkunde ich mal die ganze Karte. So, drin sind wir. Die Flugdrohne könnte ein Problem werden. Hier drüben alles klar.
Flugdrohne ist ein echtes Problem, denn wenn wir die abknallen, dann explodiert die. Und wenn das jemand hört, dann hauen die Wissenschaftler ab. Wenn uns jemand sieht, auch. Und ich weiß immer noch... Danke, Fury. Gute Arbeit, Fury. Könnte die Wissenschaftler aufdecken. Nein, wo sind die? Also wenn die hier nicht sind, dann müssen die ja drüben sein. Ja, ein Haufen Feinde, aber oh Gott. Und eine Drohne. Ich will wirklich nicht von der entdeckt werden. Oh, das war einmalige Beute, okay. Verstanden. Bei mir alles negativ. Das ist einer dieser Tarn. Wie viele Skill-Credits haben wir? Tarnungspunkte meine ich. 400. Das Schwergewicht immer. Einer dieser Tage. Es ist so verdammt feucht auf dieser Insel. Ich vermisse die Wüste. Naja, wie du meinst. Das ist bestimmt nützlich. Also Fury hat immer noch keinen anderen Wissenschaftler entdeckt. Kann doch nicht sein, dass hier nur einer ist. Oder? Ich meine, da steht 3. 0 von 3 im Lager getötet. Forschungszentrum. Ach, im Forschungszentrum für Motoren. Wir sind ein Mechaniker. Ach, hier gibt's nur den einen. Okay. Okay, wer lesen kann. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Bestätigt. Dieser Ingenieur macht keinen Ärger mehr. Gut, dann können wir hier wieder absichern, nachdem wir den Generator deaktiviert haben. Hä? Warum ist er da drüber geklettert? Ich habe die Taste gar nicht gedrückt. Ich scanne die Umgebung. Ja, bitte, Fury. Okay, Drohne hat Leiche entdeckt. Oder die haben gemerkt, dass die Lichter ausgegangen sind, oder keine Ahnung. Gut, auf jeden Fall. Mann. Ich wollte gerade sagen, auf jeden Fall hat das wieder wunderbar geklappt hier. Hätte schneller klappen können. Aber was soll's. So, das andere ist da drüben. Da würde ich mir eigentlich gern den Heli klauen. Deshalb habe ich den Generator deaktiviert. Damit das Flugabwehrgeschütz nicht feuert. Apropos Flugabwehr, ist da noch einer? Nee. Immer noch sehr entspannt. Immer noch sehr entspannt. Ich weiß noch, am Parkplatz war eine Patrouille. Ein Mann. Ein Wachmann, da steht er. Jetzt haben sie die Leiche entdeckt. Das kann ganz gut sein, denn wenn die jetzt darüber rennen und mich dann vielleicht nicht entdecken, bei meinem Glück haben die jetzt noch einen Boten, der abhaut, sobald die Kacke ein bisschen dampft. Mein Ziel erfassen. Der Feind ist hier. Feuer auf mein Kommando. Bewege mich zum Ziel. Ziel erfasst. Bin bereit. Raketenschütze erfasst. Ich habe das ungute Gefühl, dass wir nicht bereit sind. Solide Arbeit. Wir werden angegriffen. Runter! Gutes Ding, Ghostlead. Okay, und jetzt weg. Weg, 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 weg. Schneller, alles einsteigen, bitte. Bevor eine Rakete geflogen kommt. Ja, wo? Welche Richtung müssen wir da hinten? Okay. Das hat ja sehr gut funktioniert.
Ich bin richtig stolz auf uns. Auf dich auch. Vor allem, wenn du diese Folge wieder so lange geschaut hast, dass du das hier hörst. Bin ich sehr stolz auf dich und sehr dankbar. Ist ja auch nicht selbstverständlich, so eine lange Folge so lange zu gucken. So, hier haben wir 3 Wissenschaftler. Bisschen eng hier für den Heli. Ich stell den mal hier ab, so ein bisschen neben der Straße, damit Autos noch vorbeikommen. So. Okay, jetzt legen wir uns hier in den Busch und schauen mal, wo diese 3 Wissenschaftler hier sind. Ein Transportheli, eine Wachtdrohne, 2 Scharfschützen auf dem Dach. Ein Wissenschaftler wohl in diesem Gebäude. Einer in diesem Gebäude. Vielleicht noch einer in diesem Gebäude. Ein Generator. Wo ist der dritte? Wir haben hier 3. Ne? Ja, 3 haben wir hier auf jeden Fall. Tarnte Einheiten, Strategen. Ich meine, ich könnte auch einfach aufklären mit meiner Fähigkeit, mit meinem Item. Ja komm, du kannst da vorbeifahren. Ich habe extra an der Seite geparkt. Oder hat wieder einer von den Kameraden auf der Straße gesessen? Kann natürlich. Wann habe ich denn jetzt den letzten da entdeckt? Ich weiß es nicht. Also nicht aktiv. Ich habe den nicht aktiv gesehen. Von hier aus kriegen wir die aber nicht. Wenn ich zum Helipad runterkäme. Von dort aus müsste ich zumindest Sicht auf einen haben. Aber von hier aus eigentlich auch. Dann läuft er. Der andere steht da hinten. Tod bestätigt. Dieser Ingenieur macht keinen Ärger mehr. Ziel am Boden. Das war verdammt knapp. Wie siehst du, ich habe den dritten nämlich gar nicht entdeckt. Das war nur der Missionsmarker. Da ist der dritte. Niemand wird ihn vermissen. Alle nice. Ziele erledigt. Der Technologiediebstahl ist gestoppt. Ich bin so gut. Juhu. Die Diebe eliminieren abgeschlossen. Gibt's noch einen Einsatz? Nein, Region erobert. Haha, nice. Das war ja mega. Das war ja mega. Richtig, richtig, richtig geil. Wo bleibt der Funkspruch mit Bowman? Bowman, Ito, Nomad hier. Da ist er. Die Ingenieure wurden neutralisiert. Sie haben die gesamte Technik in dieser Region studiert und geplündert. Und sie waren sehr gut vorbereitet. Dank Ihnen war der Einsatz der Outcasts ein voller Erfolg, Nomad. Mit Ihrer Hilfe konnten wir die Region übernehmen. Wir wissen, dass die Bodoks vorhaben, einige Fabriken und Forschungszentren zu zerstören. Das ist die berüchtigte verbrannte Erde-Strategie der Bodoks. Das kollidiert mit dem Wert der Technik in der Gegend und bestätigt, dass die Bodoks diese Region nicht erobern wollen. Sie nehmen einfach mit, was sie brauchen. Ich habe die Ingenieure identifiziert. Ehemalige Hacker und Technikanalysten aus dem Privatsektor. Sie arbeiten für einen russischen Hacker auf der Insel. Kostas Tscherkov, einen Fähnrich, der jetzt einen auf Industriespion macht. Der ist interessant. Er ist berüchtigt dafür, die komplizierteste Technik stehlen und nachbauen zu können. Und anderen die Schuld dafür in die Schuhe zu schieben. Es kann dauern, herauszufinden, um welche Technik es geht. Verstanden, ich halte die Augen offen. Nomad Art. Mann, das hat Bock gemacht. Das war richtig geil. Das hat richtig Spaß gemacht. Ja, so mag ich das. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.